Guten Morgen, Freunde. Wir sind's wieder, Outdoor Aktiv. Ich bin's, Micha. Hier, guckt mal, wo wir gelandet sind. Unglaublich. Wir finden uns hier im Rosengarten. Haben uns allerdings gerade mal nicht den schönsten Tag ausgesucht. Gestern gab es Gewitter. Heute Morgen hat es auch noch geregnet. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, aber also vom Regen her. Aber das war es dann auch schon. Sicht ist nicht so toll. Ich meine, hat ja auch was, wenn es dann zwischendurch mal so ein bisschen aufreißt irgendwo. Wir sind jetzt hier so Anfang Mai. In Deutschland ist heute Vatertag. Und die ganzen Lifte, Sesselbahnen hier, die ihr hier seht, bis dahin kommst du aus dem Tal und dann ist Schicht. Die hier, die eigentlich noch höher für die Wanderwege auch so zu den Hütten führen, sind leider noch bis Anfang Juni geschlossen. Das bedeutet, wir werden ein Stück laufen. Mal schauen, wo wir rauskommen, wie wir vorankommen. Vor allem, wie das Wetter ist. Okay, Freunde. Ich hoffe, es wird was. Aber das seht man selbst. Dann kommt einfach mal mit. Wir gehen mal los. Okay, bis dann. Wir sind hier so auf knapp 1800 im Moment. Das ist jetzt hier der Wanderweg Nummer 15. Und hier haben wir natürlich wieder die unglaublichsten Blumen. Und die Heide blüht. Wer hätte das gedacht? Ja, bis vor kurzem sind hier wohl noch die wilden Skijäger runtergeheizt. Ja, wir als Flachländer müssen dann öfters mal Päuschen machen. Berge sind wir nicht gewöhnt. Und hier geht's ordentlich bergauf. Was hier natürlich gibt, sind hochinteressante Pflanzen, die wir sonst eigentlich nicht sehen. Das hier. Wer kennt das? Schreibt es in die Kommentare. Hier das Gras. Bildet einen schönen gelben Samen aus. Hochalpin halt. Da oben gerade durch. Der Rosengarten. Und die Kenner unter euch wissen natürlich, warum der Rosengarten Rosengarten heißt. Und das ist aber eine längere Geschichte. Die verlinke ich euch in der Infobox. Könnt ihr sie gerne nachlesen. Weil mir fehlt gerade der Atem dazu, sie zu erzählen. Wir haben uns entschlossen, den 1B weiter zu marschieren. Zur Baumannschweige. Unter der Jacke schwitzt man dann doch ein bisschen. Ja, hier wieder diese interessanten Blumen hier. Ich glaube, ich hatte es schon mal irgendwo erwähnt. Aber wer weiß, was es ist, schreibt es in die Kommentare bitte. Weil mich interessiert es. Wie gesagt, die Schabowskis gehen immer dann wandern, wenn alle anderen nicht wandern. Ganz alleine wegen dem Platz. Naja. Machen die Schabowskis schon richtig? Und das schon seit Jahren machen die das richtig. Naja, wirklich auch drüben war schon mehr. Da ist ein Wald auch. Ja. Ja,
Ich kann mal so ein bisschen durchgucken. Ein Ameisenhaufen. Eine Alm. Und wenn man mit dem anderen Lift fährt, den wir vorhin gesehen haben, kommt man da oben raus. Da käme man da oben raus. Würde man. Bisschen sehen kann man ja. Aber geil, echt tote Hose, ne? Gut. Alles gut. Ist so. Alles gut. Ja, natürlich ist das gut. Die Hütten aufhätten, aber ist mal gut. Ja, aber gut. Vielleicht hätten wir vorher mal anrufen sollen. Wir kommen heute. Ja. Wir zwei. Super. Ob sie uns mal Brot machen. Dann hätten die uns schöne Schlutzkrapfen müssen. Ja, genau. Das ist natürlich Wintersportgebiet. Überall diese Schneelansen hier. Und das bis da oben hoch. Bis rauf. Zur Hütte da. Naja, gut, die Leute müssen irgendwie ihr Geld verdienen. Was anderes als Berge haben sie ja hier nicht. Überall Mini-Krokusse. Die meisten Hütten haben noch geschlossen. So auch diese da. Tja, oh. Ist geschlossen. Guck mal, wenn das Wetter hier ist, hast du eine schöne Aussicht hier oben. Ja. So, da sind wir jetzt, Messnerjoch, Rosengarten. Hab die Brille nicht auf, Blickschicht 1930 Meter. Ja, anders ist es ziemlich weit. Wir müssen noch ein bisschen gucken, nicht dass wir vom heute Nachmittag erwischt werden hier. Machen wir das so, oder? Da hoch. Ja.
So, ich muss die mal weit auf den Kopf setzen. War frisch. Der Weg Richtung Kölner Hütte, glaube ich, ist das hier. Ganz nett. Stefan, mal eine Mail schicken. Wir waren heute auf der Kölner Hütte. Ja? Guck mal, Stefan, mal eine Mail schicken. Ja. Wir waren auf der Kölner Hütte. Ach so, ja, genau. Da gibt es neue Anweisungen. Naja, so ein bisschen kann man ja gucken im Tal. Da gab es so ein kleines Loch. Hier steht wieder 1b dran hier. Haben so unterwegs ein bisschen was vergessen hier, ne? Naja. Die Zeichen jetzt bedeuten, weiß ich auch nicht. Gut. Almhütte Messner, da kommen wir gerade her. Sehen wir, da oben lang geht's. Ich hoffe, dass der Rest einmal besser ausgeschildert ist. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass die Krokusse hier in überwiegender lila und weißer Farbe vorkommen. Überwiegend nur. Ja, okay, eigentlich nur. Gelb vermissen wir. Wahrscheinlich in der Natur nicht vorkommend. Ne? Da hinten scheint ja mal die Sonne drauf. Da. Ganz da hinten. Alles voller Moosen und Flechten. Und ein Ansatz von einem neuen Tannensapper. Schick, schick. Ein klein wenig Aufklärung hier. Tja, wenn man jetzt was sehen könnte, da oben ist der Rosengarten. Der Heidegarten. Ja, hier ist im Moment Heidegarten, ja. Auch schön. Ja, mal gucken, wir gehen mal die 1 weiter, ne? Der fährt dann da an dem Stein vorbei, da hinten hoch. Thank you.
gucken, hier gibt's. Ihr könntest Fernsehen gucken, wenn dann was zu sehen wäre. Ja, mit Blick. Kuckuck. So. Eigentlich sollte nicht ich hier zu sehen sein, sondern hinter mir, ich tippe mal aufs Latte mal. Ne? So mache ich halt beim Kasper. Nicht so schlimm. Ja, also verlaufen haben wir uns schon mal nicht. Und kommen noch zwei Wanderer marschiert. Das ja. Latte-Mar, das wäre eigentlich vor uns wahrscheinlich. Das Latte-Mar. Ich frage mal, wissen, auf welcher Höhe wir sind. 2000, schätze ich mal ein bisschen. Steht da nicht irgendwo geschrieben. So ein Rundumblick wäre das hier. Wo stehen wir denn hier? Also hier stehen wir. Das, hier müssen wir irgendwo stehen. Da ist ja der Lift da unten irgendwo, der zu sehen hier. Das ist der Weg da unten, der, ne? Hier stehen wir irgendwo. Aber steht nicht dran, wie hoch. Tja, es zieht eigentlich immer mehr zu. Wir werden jetzt da runter diesen Weg laufen. Runter ins Tal, hinten wieder ein bisschen hoch. Mal gucken. Wir haben jetzt zwischen 13 und 14 Uhr Gewitter gemeldet. Da wollen wir nicht mittendrin stehen hier. Upsala. Ja, das ist eigentlich Skipiste hier, ne? Man ist ja so, wenn es Regen gibt, dann reißt es ja auf, dann sind die Wolken ja meistens weg. Und der Nebel zieht sich dann weg. Vielleicht erzähle ich auch wieder Mist. Ja, es klart ein bisschen auf, man sieht ein bisschen was. Da hinten auch. Kannst du auch noch da um die Ecke gucken, Schatz? Von hier und dann geht's ab ins Tal. Man glaubt es kaum. Super ruhig. Schön, ne? Wieder weg. Bitte? Der ist wieder weg. Ah ja. Ja. Zieht wieder in den Nebel rein da. Aber wir haben auch was gesehen. Yes. Naja, so ein bisschen konnte man ja erkennen. Die Tränke. Nehmen wir mal ein Stück die Nummer 16. Da. Umgefallen. Der Wegweiser. Aber das muss ja eine andere Sorte Heide sein hier, ne? Dass die jetzt blüht. Denke ich auch, ja. Eigentlich blüht die doch erst im Herbst. Aber gut.
alles umgestürzt hier. Das sind die Buckelwiesen. Naturdenkmal. Da hat es noch ein Bäumchen umgehauen. Hier hat sich einer einen Schnitzer. Hey, schick. Schön, schöne Bank geschnitzt. Eulen! Den Künstler verewigen, aber von da hinten war es zu weit. Ja. Und ein Murmeltierchen. So, was sagt der Thermometer? 10 Grad. Die ist bestimmt auch bewirtschaftet. Und da ist das Fenster, hier vorne so eine Bank davor, also so ein Tisch davor. Hier kannst du ein bisschen sitzen, da kannst du ein bisschen sitzen überall. Dürfte Enzian sein, also sieht zumindest so aus, ja. Zumindest ist es mal schön blau. Jetzt kommt die Sonne raus hier, wer hätte das gedacht? Was soll das denn? Bisschen, ja. Wer weiß, was das wird hier. Hä? Hochinteressant. Ach, das ist auch so blau, guck. Leider noch nicht auf. Schade. Heute Abend essen. Wo wir heute Abend essen. Und dann zünden wir vielleicht mal zum Pass hoch. Ja, das können wir auf alle Fälle. Das soll sogar gut sein. Also das, wo wir direkt im Berg hatten, dieses Mountain. So Freunde, so ungefähr 15 Minuten sind wir wieder zurück beim Auto.
So, eine kleine Wanderung gemacht. So 3,5 Stunden. Das Wetter war nicht der Brüller, Spaß gemacht hat es trotzdem. Jetzt ist es ein bisschen aufgegangen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch ein paar schöne Bilder vom Rosengarten. Wenn nicht, auch nicht schlimm. So, fahren wir noch mal her. Gut, uns hat es trotzdem Spaß gemacht. Vor allen Dingen schön ruhig. Alles prima. Viele neue Pflanzen gesehen. Ich habe immer darauf hingewiesen, wer dann was entdeckt hat, schreibt mal in die Kommentare rein, was es ist. Okay, gut, wie gesagt, uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch. Und ein Abo dalassen, dann passt ja ab sofort nichts. Und wir sehen uns demnächst aus Deutschland, beziehungsweise wahrscheinlich aus Italien. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Es folgen noch ein paar Bildchen. Ein Bach. Da wächst er noch gleich hier. Schachtelhalm. Relativ groß sogar. Oh, schöner Weg hier. Wirklich. Schöner Weg, ne? Das ist ja Gebüsch genug. Dann gleich da oben lang. Die Radler. Ja. Schön ist. Der Rosengarten immer noch in Nebel gehüllt. Naja. Da ist ja jetzt hier die fromme Alm. Tja, aber das hier ist noch nicht auf der Alm drauf, teilweise. Nicht teilweise, überhaupt nicht. Vor mal Alm, nochmal 5 Minuten, war doch eben schon mal 5. Da fährt die Kabinenbahn von Welschenhofen hier hin auf die Alm. Perlenweg, müssen wir mal gucken, was das für ein Weg ist, wie weit der führt. Da sind wir wieder. Mhm. Und der Rosengarten immer noch im Nebel. Fährt auch ziemlich leer, so viel ist nicht los. Ja gut, das war's dann jetzt. Wie eben schon mal erwähnt. Bis dann. Ciao. Da sind wir wieder. Thomas pockt. Tschüss, macht's gut.